Auf Sanskrit werden diese Fähigkeiten Siddhas genannt. Eine Fähigkeit, die während der geistigen Entwicklung zumstande kommt. Wenn der Mensch sich geistig entwickelt, dann bilden sich diese Eigenschaften heraus, ob er das möchte oder nicht. Das ist so eine Art Postmeilensäule. Aber hier gibt es eine Gefahr. Als Beispiel, der Mensch kann Gedanken lesen. Er hat diese Meilensäule bekommen, dass er Gedanken lesen kann. Und er fragt sich, aha, kann ich die Gedanken bei diesem Menschen lesen? Und wie sieht es mit dem aus? Und in dem Nachbargebäude kann ich das auch? Kann ich das auch in einer anderen Stadt? Und so sieht es aus, dass er einerseits sich zwar entwickelt, aber andererseits in Wirklichkeit sich mit dieser Postmeilensäule umarmt, sich anschaut, wie hoch er ist, wie tief er in die Erde vergraben, woraus er besteht. Ich erkläre das gleich. Und dabei hört seine geistige Entwicklung auf, obwohl er angeblich sich entwickelt. Er ist wie in einem Hamsterrad gefangen. Und dabei entwickelt er sich nicht geistig weiter. Daher ist die wörtliche Übersetzung des Wortes Sidha ein Cannabisblatt, also Marihuana, Droge. Auf Russisch werden diese Eigenschaften Liebreiz genannt. Das heißt, man kann sich darin verlieben. Wenn der Mensch mit eigener Kraft versucht, diese Meilensäule zu erreichen, so fällt er in diesen Reiz rein. Denn wir brauchen diese Eigenschaften wirklich nur dann, wenn wir ethisch und geistig dafür bereit sind. Wenn wir jedoch keine ethische Grundlage haben und diese Fähigkeiten dennoch fördern, werden wir zu einem Dämon. Also geht man hier nach den Taten. Natürlich, wie kann ich denn diese Eigenschaften zum Wohl nutzen, wenn ich keine ethische Grundlage besitze? Ist es möglich? Ich werde Mist bauen, nicht wahr? Also ist es wichtig, dass man mit diesen Eigenschaften seinen göttlichen Teil nicht verliert, oder? Denn es gibt ja auch welche, die diese Eigenschaften besitzen, ohne an Gott zu glauben. Natürlich. Das sind Dämonen. Gibt es das? Natürlich. Sie besitzen verschiedene mystische Fähigkeiten, verneinen aber Gott. Natürlich. Daher sage ich, dass, wenn ein Mensch keine ethische Grundlage hat, er zu einem Dämon wird.